country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4, Part 6. Und die Schlampe ist gestorben. Check, nachladen. Da hinten ist eine Horde von Gegnern. So 5 Stück, glaube ich. Und da, wenn ich geschickt bin, könnte ich da meine Brandgranate gut einsetzen. Treffe ich? Nicht. Okay, gut. Doof. Hat doch noch ein bisschen was gefehlt. Ja, die laufen rein. Arschlocher. Fuck. Fail. Fail von dem weiblichen Zombie-Scheißding. Ficken. Ficken. Komm her. Langweilig. Übrigens können die uns so manchmal auch noch erwischen, wenn sie keinen Kopf mehr haben und noch ein paar Meter weiterlaufen. Ist selten der Fall, aber manchmal passiert's. Ey, wie lange lebst du noch? So. Ich esse mal mein Ei. Halt. Ich glaube, die braunen Eier bringen im Übrigen mehr als die grünen, als die weißen. Ja, genau, die grünen. Bringen, glaube ich, mehr an Gesundheit. Und wir öffnen das Tor und gehen hier weiter. Jetzt sind wir wieder da, wo die Kirche war. Und hier sind wieder ein paar Gegner. Hier im Haus ist, glaube ich, keiner. Nö. Machen wir ganz schnell auf. Eine Blend, die können wir gleich einsetzen. Oh, wir haben ja schon 3 Stück übrigens. Oh, scheiß Inventar, ey. Setzen wir einfach mal ein, die Blend. Die bringt's eigentlich. Besonders bringt's die gegen diese Parasiten, die noch nicht kommen. Alter, das ist so. Das ist doch scheiße, wie viel die Gegner hier auf dem Schwierigkeitsgrad aushalten. Das ist doch nicht mehr menschlich, ist das doch nicht. Man muss es halt ein bisschen mit Strategie angehen. Da oben sind übrigens auch noch überall Gegner. Okay, 2 Stück, glaube ich. Verdammt! Da ist man froh, wenn man mal einen gekillt hat. Jetzt ist auch wieder die Horde weggetrieben. Oh, wie viele sind, ey! Sind die auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst oder was? Boah! Go Hitlo, genau. Wollen wir nicht rassistisch werden, ne? Ja, wieder ein paar Peseten. Peseten, ja, ja. Ja, ich habe ein neues Wort gelernt. Ich bin so stolz auf mich selbst. Habe ich ihn? Ja, hab ihn. La la la, ganz frisch nachladen. Genau, halt die Hand vor dein Gesicht, du Idiot. Es tut mir leid, aber ist wirklich jetzt gerade nicht so spannend. Aber wir könnten ja auch langsam mal sterben, nicht wahr? Ja, duck dich. Auf dich habe ich es gar nicht abgesehen. Das kann aber auch im TMP liegen, weil TMP nicht wirklich die durchschlagsstärkste Waffe ist. Die durchschlagskräftigste Waffe. Daher ist da ein Schuss, der macht nicht sehr viel Schaden. Mein Kick macht da mehr Schaden. So, oh, ein Ei. Oh, gleich schnappen, bevor es weg ist. Bevor es weg ist. Und gleich mal verwenden. So. Guten Tag. Dann noch ein Ei. Ja, Hühnchen sind echt freundlich, ein goldenes. Ja, danke, Hühnchen. Alter, kannst du mal runterfallen? Eigentlich fallen die ganz leicht runter. Sind aber noch nicht tot. Braucht man ja auch nicht zu erwarten. Na also. Immerhin fallen sie mit dem Schuss aus der TMP runter. So, hier ist aber auch nichts Neues mehr im Dorf. So. Hä? Ist da noch einer? Die Musik ist noch nicht aus. Doch, jetzt. Wenn man hier am Anfang schon alles gesammelt hat, ich glaube, ich habe nicht komplett alles gesammelt, dann kann man hier gleich weitergehen. Ach, was soll's. Aber hier, warte mal. Hier drin war ich doch gar nicht, oder? Hier drin ist, glaube ich, das einzige Haus, wo ich nicht drin war. Und ich hatte recht. Da ist nämlich noch ein bisschen was. Zwar nicht so viel jetzt. Oh. Okay. Ja, gut. Bisschen Geld, bisschen Muni. Ja, okay. Besser als nichts. Guti.
Dann gehen wir jetzt in diese Kirche. Wir haben jetzt den Schlüssel. Und fühlen uns auf, als wenn wir zu Hause wären. Nicht wahr? Okay. Hier ist nochmal wieder eine Schreibmaschine. Werde ich jetzt aber nicht nutzen. Noch nicht. Dann wahrscheinlich an der nächsten oder so. Mal gucken. So. Hier haben wir wieder TMP-Muni. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das Ding können wir mal runterschießen. Wenn Zombies hier wären, können wir sie damit treffen. Brauchen wir aber nicht. Da unten ist nochmal so ein Kandelaber. Also so ein... so eine Lampe eher. Die sollten wir runterschießen, denn dann sehen wir hier ein paar Schätze. Die wir besser nicht auslassen. Eine Kopfbedeckung, Spinel. Und noch ein Spinel. Die Kopfbedeckungen, davon gibt es auch ein paar Stück im Spiel. Und hier haben wir wieder einen Händler. Yeah. Schön, dass die in Spanien alle so gut Englisch können. Ah, okay, gut. Das ist sowieso nur dieser Typ, der Englisch kann. Also, verkaufen. Sturmgewehrmuni. Da ich mir das Ding sowieso nicht kaufe. Blendgranate. Das verkaufe ich auch. Den Barsch. Die Spinners, den Rubin, Taschenuhr, bekannte Kopf. Und den Rest behalte ich noch. Okay. Kaufen. Den Raketenwerfer sollte man dann vor Bosskämpfen oder so nehmen. Schulstütze TMP auf jeden Fall. Kann ich da oben hinsetzen. Goodie. Den Raketenwerfer, den kann man auch nur ein einziges Mal verwenden. Es gibt noch den Endloswerfer, aber den kriegst du nur, wenn du das Spiel einmal durch hast und dann die zweite Runde spielst, sozusagen. Halt, 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 ich will noch tunen. Welcome. Ich mag noch ein bisschen was tunen. TMP auf jeden Fall. Weil die Waffe behalte ich über das Spiel über. Manche andere Waffen werde ich verkaufen. Das Gewehr werde ich zum Beispiel verkaufen. Weil es dann eine Striker und sowas gibt. Ach ja, und noch ein Tipp. Man sollte... SMS bekommen. Man sollte, gehe ich jetzt richtig lang? Ja, ich gehe richtig lang. Man sollte, wenn man wirklich professionell sein will, sag ich jetzt mal, sollte man dieses ganze Magazin verballern und dann erst eine Magazinerweiterung kaufen. Denn dann kriegt man volles Magazin. Und ich kriege eine Handgranate auf die Fresse geworfen. Die ich einsammeln kann. Okay, hier sind wir auf dem Friedhof. Eigentlich sollte man meinen, es ist hier sehr gruselig und ein gruseliger Ort und alles. Aber ich weiß nicht, ich mag den Friedhof. Oh, Moment mal. Kombinieren mit ihm hier. So, jetzt haben wir es erst. Jetzt haben wir erst die Schulterstütze drin. Jetzt können wir auch... Hier, jetzt wackel ich nicht mehr. Okay, meine Haare fallen mir wieder ins Gesicht. Ja, ich bin so sexy. Fail, alte Frau. Fail. Hier sind nämlich auch kaum Gegner. Sommerherr! Ich meine, Friedhof hätten sie echt ein bisschen gruseliger machen können, finde ich. Oh, da kommt sein hässlicher... hässlicher Sohn. Hässlicher Sohn. Wie komme ich nur darauf? Guti. Komm her. Komm, hässlicher Sohn, stirb. Hier ist auch wieder ein kleines Rätsel, mit dem man ins erste Katzenauge... Fuck. Katzenauge kommt. Erstmal schieße ich hier die ganzen Medaillen ab, die man holen kann. Da ist noch eine. 10 sollten das jetzt wirklich werden. 15 glaube ich nicht, dass ich es schaffe. Und zwar die ganzen Zwillingsgräber hier. Nämlich, hier zum Beispiel ist ein Zwillingsgräber. Ich merke es immer so, die Zwillingsgräber sind die einzigen drei Gräber, die aussehen wie Buchstaben. Die Zeichen zumindest. Sehen aus wie Buchstaben. Wie viel haben wir? 9 Minuten? Ja, boah, ich brauche eine Brille wieder mal. Komm. Na also. So muss das gehen. Das Lachen geht schon ein Stück schneller. So. Warte, Moment, hier ist ein Vogelnest, sehe ich. So. Man kann hier oben an die Glocke ranschießen. Dann kommen 2 Zombies von unten. Und ich habe keine Ahnung, was das für einen Nutzen hat. Dann kommen da einfach 2 neue. Das ist, glaube ich, beim jedes Mal, wenn man ranschießt. Wieder so. Okay, jetzt kriegen wir schon unsere Waffe. Ach, ich will aber immer die 15 haben. Ich habe die, glaube ich, nur einmal bekommen. Weiß nicht, wo da immer einer gefehlt hat.
Naja. Dann gehen wir da rinder. Da sind auch gleich noch zwei. Einer mit Dynamit sollte hier erscheinen. So, lenken wir die Schlampe ab. Und wollten eigentlich aufs Dynamit schießen. Sag mal! Komm, Fingerfissen! Oh. Chuck Norris-Style. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geklappt hat. Werfen wir da Dynamit, kommen. Meine ich aber auch. So. Hier ist noch eine Medaille. Ja. 11. Boah. Ich weiß nicht, ob da unten... Ich glaube, da unten sind nur 3. Das heißt, ich habe wieder eine übersehen. So. Hier ist ein Rätsel. Da müssen wir Z, V und M, also zumindest die Dinge, wo das aussieht wie Z, V und M, zum Leuchten bringen. Das geht eigentlich ganz einfach. 3, 4, dann nochmal 4, dann nochmal 4, dann 3, dann 4, dann nochmal 4, dann nochmal 4 und dann 3. So, ganz easy. Habe ich mir nicht gemerkt, das mache ich immer so aus dem Kopf raus, weil so eigentlich einleuchtend, eindeutig. Kombi. Mit... Lol. Ah ja, Bierstein. Okay. Sorry. Ha, okay, dann kann man die Katzenauge doch mit Bierstein kombinieren. Ich weiß nicht, wie die Edelsteine heißen, wo man in die Maske einsetzen kann. Ach. Hannigan, nerv mich nicht. Ich wollte es noch bis zum nächsten Speicherpunkt schaffen, du blöde Kuh. Well, yeah. Sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her. In der Kirche. Oh Gott, ich komme doch so nicht rein, du dummen Nuss. So. Da kannst du noch ein paar Zombies. Ja, halt's Maul. Ich wollte eigentlich, dass du runterfällst, Schlampe. La la la, wir haben ja alle Zeit der Welt. Stirb bloß nicht. Bams. In your fuckface. In your fuckface. Stirb, stirb, stirb. Gut. Okay. Dann ist hier noch eine Medaille. Boah, die ist so schwer zu treffen. Ja! 12. Ach komm, Alter, 13. Und hier ist, glaube ich, noch irgendwo eine. Ne, warte, ich weiß, wo sie ist. Hier und dann umdrehen. 14. Super! Wo ist die letzte? Keine Ahnung. Oh, Mann. So, hier ist eine Schlange drin. Tot. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Oh, ich liebe dieses Gefühl. Nicht. Vielleicht mal das iPhone wenden. So. Und schaffen wir es noch bis zum nächsten Speicher. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Man munkelt, nur man weiß es nicht. Weil jetzt kommt noch dieser Kollege hier. Den ich einfach mal im Chuck Norris-Style töte. Oder Rambo. Such doch irgendeinen harten Typen aus. So, ganz schnell jetzt. Hier ist nämlich noch ein Kreis von Vögeln. Die Vögeln. Dann nehmen wir eine Brandgranate. Hauen sie in die Mitte vom Kreis. Wow. Voll daneben. Aber die meisten fliegen trotzdem rein. Und können hier Geld sammeln. Geld und Money. So. Bevor ich die Häuser hier durchsuche, dann den nächsten Part. Will ich zur Speicherstation unten rennen. Weil nämlich der uns langsam die Zeit wegläuft. Und ich nach diesem Part hier erstmal Schluss machen wollte. Deshalb renne ich jetzt zu unserer Speicherstation. Die ich auch gleich dafür verwenden werde, wofür sie eigentlich da ist, zum Speichern. Hier ist übrigens auch gleich noch ein Händler. Und... Speichern. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, Leute. The game must go on.